Emma! Gottverdammt. Mist! Fuck! Mann, ich könnte echt kotzen. Emma, bist du das? Fuck. Puh, da will man echt nicht fallen. Sehr merkwürdig. Vielleicht ist da ja was drauf. Emma! Verdammter Scheiß! Oh, fuck. Mein Herz, Feuerschock. Jacob. Alles klar? So kann man es wohl nennen. Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Sorry, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, grad so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Okay, es war wahrscheinlich nur ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Wie blöd kann man sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war. Gut, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party. Was? Na, lass es. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock? Weißt du, Jacob, du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufführen. Shit, okay, weißt du was? Ist gut. Okay, hast recht. Tut mir leid.
Du nervst unfassbar. Oh mein Gott, können wir das später diskutieren? Okay, ganz im Ernst. Ich suche dich, seit ich von diesem Ding zum ersten Mal gehört habe. Von den Dingern? Also Plural? Was, wirklich? Oh. Shh. Weg! Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Sollten wir etwas tun? Was willst du tun? Sie ist tot. Ich meine, mit der Leiche. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja, dachte ich auch. Oh Mann, arme Kaylee. Nick! Du riechst so gut. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Nick, was ist? Ich will dich schmecken. Hey! Komm her. Oh, Nick, was soll das? Oh, lass das! Pass auf! Ich meine es ernst! Nick? Hey, ist okay. Schon okay. Ich hab dich. Ich hab dich. Was habe ich getan?
Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Abby? Shh. Ruh dich aus. Fuck. Tut mir leid. Zappel nicht so rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut. Du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären, hm? Langsam, Mann. Also Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem Krankenscheiß glaubt, nicht ohne Beweis. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Ja. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Es war so anders hier, vor nur 12 Stunden. Wo Caleb jetzt wohl ist? Ja, so besser? Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schrammen, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwutsymptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm
Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... wie eine Katze beim Baden. Ja. Abby? Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Magst du mich? Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so... so ein... ist so... was? So ein Schlag ins Gesicht. Abby? Was? Ich muss dich etwas fragen. Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Nick, das tue ich nicht. Doch. Doch, es stimmt. Du kannst mich nicht leiden, oder? Wovon sprichst du? Sag die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Gott. Ich hätte es wissen müssen. Was? Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen Abby. Stopp. Leichte Beute. Mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... Abby, alles okay? Krasser Scheiß. Wo sind die anderen hin? Okay. Wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt, und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge.
Nur eins übrig. Ryans Gruselmärchen. Ich wusste gar nicht, dass sie den Kids solche Angst machen. Als Betreuer haben wir voll versagt. Hier ist es nicht sicher. Nicht. Lass es sein. Nur ein Biss und du weißt, was da passiert. Ich hab das noch nie gemacht, Pa.
Diese Scheiß-Kids! Sohn, was? Hey, stopp! Wehr dich nicht! Los, die Spritze. Ist sie gebissen, Pa? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht. Lass mich mal sehen. Nein. Lass deine Finger von mir! Na los, mach schon! Caitlin? Ryan? Abby? Hier ist es nicht sicher. Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Hey, hört auf. Ihr wisst schon. Was sollen wir jetzt tun? Das war's, Mann. Wir sind am Arsch. Wir wissen nicht mal, was es ist. Oh. Hey! Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Wer ist da? Ich brauche Hilfe. Bitte. Wer bist du? Ich heiße Laura Kearney. Und? Jetzt lass mich rein. Hier ist es gefährlich. Ja, stimmt. Eine irre Frau erschießt da nämlich Menschen. Das sind keine Menschen. Ach, verdammt, du. Laura Kearney. Du bist Laura Kearney? Ja. Du warst doch vorgesehen für... Es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser... Wie hieß er? Max. Ja, Max. Ja, genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Scheiße, ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Hier drin. Okay. Ich öffne jetzt die Tür. Langsam. Nimm die Hände hoch, okay? Okay. Da sind wir wieder. Nur du und ich. Wieso betrachten wir nicht nochmal deinen Fund? Gerechtigkeit. Auge um Auge. Nicht ganz wörtlich, sondern oft im Sinne von
Taten und Konsequenzen. Alles muss im Gleichgewicht sein und wir alle müssen dafür sorgen, dass die Waage nicht kippt. Nun sag mir, wünschst du einen tieferen Einblick in eine der möglichen Zukünfte? Dann los mit dir. Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ist das nicht furchtbar aufregend?